Hallo meine Lieben und willkommen wieder zu einem neuen Food Diary von mir hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist gerade Montag früh und ich habe mir gerade ein bisschen was zum Essen gemacht. Vor allem ja auch noch für später gleich, wenn ich bei der Arbeit bin, denn ich muss ja gleich los. Und ja, es ist gerade 7:45, also so in etwa, habe ich mir jetzt gerade mein Brötchen für später fertig gemacht und jetzt gerade esse ich dann jetzt erstmal meine Reiswaffeln und das zeige ich euch natürlich. So, hier sind die natürlich, die Reiswaffeln mit Erdnussbutter und etwas Marmelade. Und hier dann auch noch mein Kaffee, damit ich jetzt schon mal wach werde. Und ja, das werde ich jetzt erstmal frühstücken. So, jetzt bei der Arbeit habe ich jetzt mein anderes kleines Frühstück, mein Kaffee wieder, aber auch jetzt wieder mein Toast mit Käse und Hähnchenbrustscheiben. So, ihr Lieben, es ist gerade noch ein bisschen Mittagspause, 10:50, 2, aber die Pause ist bald vorbei, so in etwa dann, hat nur eine halbe Stunde Pause und ich esse wieder mal nach langem wieder eine Brezel und mal wieder was vom Fitlein, eine neue Sorte, so eine Saisonsorte. Ich sag's euch dann, wenn es irgendwie geschmeckt hat und ja, das lasse ich mir mal schmecken lassen. So, ihr Lieben, es ist gerade wieder Essenszeit. Ich bin aus dem Gym wieder zu Hause. Nach der Arbeit war ich ja im Gym. Und es ist jetzt gerade so gegen so 7:30. Und ich habe mir hier jetzt einfach mal den Rest vom Hähnchenfleisch genommen. Noch so das restliche, so wie Chili con Carne. Weil das muss ich ja irgendwie auch noch aufkochen. Ich habe jetzt dazu nicht so wirklich eine große Beilage, einfach dann nur ein Toast und dann noch sowas wie ein Ei dazu. Ja, also ziemlich irgendwie langweilig vielleicht, aber geschmeckt. Also werde ich mir jetzt das mal reingönnen. Und zu guter Letzt für heute gibt es noch ein bisschen Obst. Also ich habe mir ein bisschen Ananas rausgenommen, was Mama da schon vorher geschnitten hatte. Und ja, ihr seht ja auch gerade in meiner Hand sind ein paar Gummibärle, so saure. Und ja, das werde ich mir jetzt noch als kleinen Nachtisch noch gönnen. Guten Morgen, neuer Tag, Dienstag früh. Und ich habe mir jetzt hier mal ein kleines Frühstück vorm Training jetzt noch gemacht. Natürlich wie immer die Reiswaffeln, Erdnussbutter und Marmelade. Und da diesmal aber wieder den Granatapfeltee, also türkischer Apfeltee. Ja, das werde ich mir jetzt dann mal schmecken lassen und das ist jetzt gerade vor 6 Uhr noch. So, jetzt zum Frühstück ist halt eben mein Toast. Da ist ja nichts Spektakuläres dran. Wie immer Käse, aber eine andere Art wieder und dann noch mit Rohschinken. Und das werde ich erstmal essen, denn nach dem Training bekomme ich ja immer ein wenig Hunger. Babe hat mir dann noch Reiswaffeln mit Schokolade gegeben. Ja, eigentlich wollte ich ja natürlich keine, aber er hatte mir trotzdem gegeben. Aber ja, war lecker, sie zu essen. Und jetzt bei der Arbeit zum Kaffee habe ich mir jetzt wieder natürlich den Proteinriegel aus dem Fitnessstudio und ein bisschen Schokolade, was wir hier geschenkt bekommen haben, rausgenommen. Was von Milka mit Karamell. Und das werde ich mir jetzt mal ein bisschen reingönnen, ein bisschen was Süßes. Tut mir jetzt gerade in dem Moment sehr gut. Babe hat mir dann auch noch was gegeben gehabt, was er nicht essen kann. Und zwar so ein gemixtes Reis mit Tikka Masala Soße und Chicken. So, das Gewürz hat ihn gestört, also habe ich das gegessen. So, meine Lieben, ich habe mir jetzt noch was Kleines zum so Dessert gemacht. Ich habe einfach ein bisschen was vom Exquisa hier reingetan. Es ist halt unter der Milch. Und dann noch eben von dem Cornflakes mit Mandeln eben so noch mit reingetan. Das werde ich halt eben so als kleines Dessert dann mir jetzt aufessen. Das wird auch das Letzte für heute sein. So, ihr Lieben, es ist schon wieder der nächste Tag. Mittwoch früh habe mir hier wieder mein kleines Frühstück gemacht, aber diesmal ein bisschen mehr, da ich jetzt ein bisschen mehr essen werde als in der Defi-Phase. So jetzt mal eine kleine Massephase, so in etwa. Habe ich einfach wieder Erdnussbutter, aber die Crunchy-Version, cremige Version ist schon leer und dazu halt eine ordentliche Portion Marmelade drauf und dann eben auch natürlich noch ein Tee zum Aufwärmen natürlich. Und das jetzt gerade um 6:20 Uhr.
Jetzt gibt's mal wieder was zum Frühstücken. Diesmal den Toast ein bisschen anders, ein bisschen mehr belegt. Erst nur Käse und den Rohschinken. Da ist noch sowas wie eine Knoblauch-Mayonnaise-Soße mit drauf. Und dann noch ein bisschen Salat und saure Gurken. Und das werde ich mir dann noch frühstücken. Bei der Arbeit habe ich dann wieder ein Proteinriegel gegessen, was ich vom Gym mitgenommen hatte. Und ja, so habe ich ein bisschen den Hunger gestillt. So, meine Lieben, es ist gerade 6:30. Ich wäre eigentlich auch schon jetzt fast auf dem Weg heim, aber man hat es so ein bisschen alles aufgehalten bei der Arbeit, sage ich jetzt mal so. Deswegen fährt auch bald mein letzter Bus weg. Also muss ich jetzt wieder den riesen Umweg machen. Dafür habe ich jetzt mir einfach kurz eine Brezel vom Sehne im Rewe geholt, da ich schon ein klein wenig Hunger wieder bekomme. Und ja, das werde ich jetzt mal essen. So, ihr Lieben, ich bin jetzt schon zu Hause und habe mir mein Essen kurz angerichtet. Also, ich habe halt einfach wieder das restliche Reis noch von gestern. Und dann noch jetzt gerade einen veganes Schnitzel, weil ich hatte irgendwie Lust wieder wie auf dasselbe wie gestern, aber ich habe mir jetzt die vegane Variante geholt. Und ja, das werde ich mir jetzt mal schmecken lassen. Es ist auch schon gerade jetzt 20:24 Uhr und das werde ich mir jetzt mal reinschaufeln, denn ich habe wieder echt Hunger. Und zu guter Letzt wird dann noch das X-Squeezer hier leer gegessen. Da sind noch die letzten 200 Gramm drin und das werde ich mir jetzt noch reinschaufeln. Und das jetzt um 9:30 Uhr so in etwa. Guten Morgen, meine Lieben. Neuer Tag. Es ist Donnerstag früh und ich bin noch zu Hause, anstatt noch oder schon irgendwie weg oder sowas. Also heute habe ich mir sowas wie eine Pause mal gegönnt. Also gibt es jetzt zu Hause das Frühstück. Einmal normal mein Toast, aber diesmal vom Sandwich Maker gemacht natürlich. Mit Käse und Lachsschinken. Einmal eins, eine Reiswaffel oder eher gesagt Maiswaffel mit Erdnussbutter und Marmelade. Und hier eins mit dem restlichen Milka, was noch zum Aufbrauchen war. Und dann noch mit ein bisschen Heidelbeeren so oben drauf. Aber ich glaube, ich mache noch ein bisschen Honig drauf. Dann ist es auch noch extra lecker. Und ja, mal ein klein wenig anders. Aber ja. Und hier noch mein Kaffee. Und das werde ich mir jetzt mal schmecken lassen. Und das jetzt gegen ja, 10 nach 9. So, ihr Lieben, es ist jetzt wieder Kaffeezeit. Und ich esse dabei jetzt auch meine Laugenstange. Ich hatte so Tiefkühllaugenstangen zu Hause. Und ich habe es da einfach kurz im Backofen ja eben aufgebacken und dabei jetzt habe ich noch ein bisschen mit der Knoblauch-Mayo-Soße von Mama gestrichen, etwas Frischkäse, ein bisschen Rucola und ein bisschen was von den Gewürzgurken und ja, das werde ich mir jetzt mal reinziehen, dann ein klein wenig Hunger bekomme ich schon und das ist jetzt gerade 3:15 Uhr. So, meine Lieben, es ist schon Abend und ich habe mir hier was Kleines, Schnelles eher gemacht. Die waren schon fertig da. Mama hatte die irgendwie da schon fertig gemacht. Als hätte sie irgendwie sozusagen wie meine Gedanken gelesen. Weil ich hatte irgendwie schon irgendwie sowas wie Lust auf Pommes. Und ich habe hier noch das eine vegane Schnitzel hier. Und ja, habe ich das Restchen davon genommen. Ein bisschen Ketchup jetzt noch. Und das esse ich jetzt dann um 19:20 Uhr. So, ihr Lieben, es gibt jetzt sozusagen einen kleinen Snack dann noch zum Schluss des Tages. Und zwar snacke ich erstmal so drei der Piccolinis hier gleich. Und danach gibt es dann noch sowas wie Müsli mit normaler Milch und aber etwas Proteinpulver mit eingemischt, dass ich noch ein bisschen was heute an meinem Proteinzufuhr natürlich ja trotzdem einnehme, auch wenn ich ja gerade ein bisschen mehr esse. Aber man sollte ja immer so ein bisschen darauf achten, wie viel man von was zu sich nimmt. Also, ja, habe ich hier das hier wieder zum Essen mit ein paar Heidelbeeren und ja, den Mandelmüsli da habe ich hier wieder mit drin. Genau, und das werde ich mir jetzt noch zum Schluss des Tages noch reingönnen. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist jetzt endlich Freitag und auch somit der letzte Tag wieder für diesen Food Diary. Ja, ich habe hier jetzt einfach wieder ganz simpel die Reiswaffeln gemacht mit Erdnussbutter und etwas Marmelade und dann noch ein mit einem Duo, also
Schoko-Aufstrich und Creme-Aufstrich. Und ja, das werde ich mir jetzt da mal reingönnen. Es ist auch gerade 6:15. So, jetzt gibt es das kleine Frühstück hier bei der Arbeit, diesmal mit dem Kaffee. Und zwar habe ich hier wieder eine Laugenstange bei mir zu Hause aufgebacken und das mit etwas von der Knoblauch-Mayo-Soße, was Mama gemacht hat, gestrichen. Etwas Käse, Rohschinken, ein bisschen Rucola und Gewürzgurken. Und das esse ich jetzt um 10 Uhr. Dann gab es noch bei der Arbeit diesen Riegel hier wieder als kleinen Snack. Das habe ich wieder aus dem Gym. Den fruchtigen mag ich am liebsten, also habe ich das noch gegessen. So, ihr Lieben, es ist schon abends, schon circa, ne? Ja, 8:30 schon etwas später. Ich habe mir einfach hier wieder Hähnchenfleisch, was ganz Simples, mit Pommes einfach gemacht. Da hier noch ein bisschen was zum Dippen, so eine, habe ich euch eigentlich schon gesagt, so eine Mayo-Knoblauchsoße von Mama und ein bisschen Ketchup. Ja, und das werde ich mir jetzt mal verdrücken. Und jetzt gibt es noch als gesundes Nachtisch sozusagen, habe ich mir noch die restliche Ananas rausgenommen, denn ich habe Lust, das noch zu essen natürlich. Und es ist jetzt gerade 21:08 Uhr und das werde ich mir jetzt noch auch schmecken lassen, denn ich habe mega Lust auf ein bisschen Obst. So, meine Lieben, das war es dann eigentlich auch schon mit dem Food Diary hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Es war wenigstens so ein bisschen Abwechslung, weil ich jetzt auch gerade ein bisschen sozusagen wie normal oder ein bisschen mehr esse, weil jetzt gerade in der kälteren Zeit kann man so ein bisschen mehr machen und dann im Frühjahr, Sommer ein bisschen wieder runtergehen. Aber ja, so mache ich das jetzt eben. Also wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich auch natürlich gerne. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Teil meiner Community seid. Also klickt euch gerne runter auf das rote Abonnieren-Button und nicht zu vergessen, auch noch die Glocke daneben noch zu aktivieren. So bekommt ihr auch immer die Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video online stelle. Und ja, schaut auch gerne auf Instagram oder TikTok vorbei. Dort versuche ich hin und wieder mal was zu posten und auch tagtäglich dort aktiv zu sein. Oder versuchen eben. Und ja, ansonsten würde ich da mal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos ja wieder. Bye!